willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute zusammen ein kleines Valentins-Mini-Book. Also eigentlich ist es auch so eine Art Mini-Album, nur mit einem Softcover, wenn man das so sagen kann, in unserer Branche. Also es ist kein Fest, also es besteht nur aus Cardstock. Aber es wird toll. Und ich habe es schon ein bisschen ausprobiert, aber es fällt auseinander, weil ich ein Arschloch-Klebeband verwendet habe. Was aber jetzt auch nicht weiter wild ist. Denn bei diesem Projekt werde ich vernünftiges Klebeband verwenden. Und ja, was wir benötigen ist, wie ich schon gerade gesagt habe, eigentlich nur Cardstock, Klebeband und Designpapier und natürlich ein bisschen was zum Falzen. Also ich werde euch jetzt im Vorfeld auch die Maße nicht sagen oder so. Wir machen das jetzt einfach in einem durch. Alle Maße, also ich arbeite jetzt mit Inch-Angaben. Ich schreibe euch aber die ganzen Zentimeter-Angaben nochmal unten in die Infobox rein. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir los mit unserem Rohling. Für den Anfang benötigen wir 3 Stücke Cardstock. Ich habe mir hier grauen rausgesucht, denn ich möchte dieses Designpapier verwenden. Das habe ich mir letztes Jahr mal gekauft und das war mir aber irgendwie ein bisschen zu quietschebunt. Aber ey, wir haben ja jetzt bald Valentinstag und da habe ich gedacht, dann passt das ganz gut. Ich glaube, das ist auch so eine Valentinskollektion, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall von Echo Park Paper, für alle, die es interessiert. Ich verlinke euch alles mal. Also ich habe 2 Stücke, die sind 6x7 Inch groß. Und ich habe ein kleineres Stück, das ist 4x7. Und was wir jetzt mit den 3 Teilen machen, beziehungsweise mit 2 Teilen, wir falzen. Das eine 6x7 Inch Teil, das lassen wir zufrieden. Das ist unser Mittelpunkt. Dann nehmen wir uns dieses zweite 6x7 Inch Stück und wir falzen an der 6 Inch Seite bei einem halben Inch und bei einem Inch. Dann nehmen wir uns das kleine Ding hier zur Hand. Und auch hier falzen wir an der kurzen Seite bei einem halb und bei einem Inch. Also ich hole das Ding jetzt heute noch ein paar Mal hoch, aber ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, weil das halt so viele Einzelteile sind. So, als nächstes klappen wir uns das Ganze hier einmal, knicken wir uns das ganze Gefalzte einmal schön um. Und dann können wir das auch schon miteinander verbinden. Und zwar soll das Ganze später so aussehen. Als nächstes nehmen wir uns doppelseitiges Klebeband und bringen das, also wenn sich das jetzt hier schon so hochknickt, hier auf diese Seite an. Also ich drehe das jetzt einfach mal um, sodass ich diese Falzlinien innen habe. Und dann bringe ich jetzt hier auf den äußeren Spalt doppelseitiges Klebeband an. Ach so, für alle, die mich mal gefragt hatten, hier, wo ich diesen XXL-Klebeblockstreifen her habe, ich weiß überhaupt nicht, wie viele Meter da drauf sind, den habe ich aus dem Großhandel. Also ich kann euch da leider nichts verlinken. Ich weiß auch nicht, von welcher Marke das ist. Ich meine, es war von Tesa, bin mir aber nicht sicher. Den habe ich halt mitgenommen, weil ich dachte, oh cool, der sieht gut aus. Und der war billig. Probieren wir das doch mal. Er klebt auch super, aber weiter im Geschehen. Jetzt entfernen wir dieses doppelseitige Klebeband-Schutzfolienzeug. Einmal. Achso, das ist übrigens ein kleiner Nachteil von diesem Klebeband. Das ist weiß. Das kenne ich jetzt so auch nicht. Normalerweise kenne ich das nur durchsichtig, aber da muss man echt aufpassen, dass du nirgendwo was drüber gucken lässt, weil ansonsten hast du dann später so komische kleine weiße, ja, so Fitzel, die man dann durchsieht, ne? Ich nehme mir das kleinere von beiden und dieses Mittelteil, was 6x7 Inch groß ist. Und dann klebe ich, drehe ich mir das so schräg, dass ich die lange Seite, dass die lange Seite zu mir guckt. Und dann bringe ich das hier genau am Rand an und achte darauf, dass alles schön bündig ist. Wer möchte, kann natürlich hier auch wieder die Ecken so ein bisschen abschrägen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal eben. So. Und so. Ja, und dann einfach gucken, dass es gerade klebt. So, wenn es klebt, feste drücken. Und auf der anderen Seite machen wir das gleiche, nur mit diesem Teil hier. Oh, da habe ich auch den Kleber schon abgezogen. Also hier nochmal schnell die Ecken ein bisschen abschrägen. Dann habe ich auch dieses Klebeband-Durchguckproblem nicht mehr. Könntest du bitte hier rausgehen? Ich habe dir das Körbchen extra da vorne hingelegt, Stinky. Nee, du kannst nicht mitbasteln. Dann habe ich wieder überall Haare. Ich habe da keinen Bock drauf. Und festkleben. So, also haben wir schon mal unseren Rohling jetzt parat. Und zwar geht der so auf und so auf. Und dann haben wir schon mal ein kleines Mini-Büchlein. Als nächstes präparieren wir diese Seite hier.
Und zwar habe ich für diese Seite ein kleines Pocket geplant. Und dafür habe ich mir ein Stück zurechtgeschnitten. Das ist 8x2 Inch groß. Und hier falzen wir im Endeffekt nur links und rechts einen halben Inch. Was ich jetzt noch machen möchte, ist hier eine kleine Bordüre reinstanzen. Und hierfür nehme ich meinen Fiskars Bordürenstanzer und hau das hier einfach mal eben kurz durch. Als nächstes klappe ich mir das links und rechts hier um, falze das hier auch ein Stück, damit es schön platt liegt. Hier oben schräge ich mir wieder die Ecken ab, weil das sieht halt einfach hübscher aus. Und ein bisschen professioneller, das muss man auch dazu sagen. So, und als nächstes bringe ich hier auf diese Seitenteile die zugeklappten doppelseitiges Klebeband. Ich nehme jetzt mal einfach ein anderes, weil noch ein Nachteil von diesem großen Klebeband ist, dass man das nicht reißen kann und dann dauert das immer so lange. Also ich nehme jetzt einfach das hier. Das ist übrigens das aus meinem letzten Haul. Oh, scheiße. So. Und hier unten bringe ich auch noch eine bahndoppelseitiges Klebeband an. Dafür nehme ich aber hier die dünnere Variante, weil ansonsten können meine Tags nicht so tief stecken bleiben. Wenn ihr das mit Flüssigkleber macht, das ist wahrscheinlich die bessere Variante, dann einfach einen ganz, ganz, ganz schmalen Streifen hier unten mit Flüssigkleber versehen. Würde ich jetzt auch machen, wenn ich wüsste, wo meiner ist. Ich meine, ich habe zwar gestern mein Bastelzimmer aufgeräumt, aber diesen Glossy Accents habe ich irgendwie verloren in dem Wirrwarr. Der findet sich bestimmt irgendwann wieder. Als nächstes ziehe ich hier dieses mittlere Klebeband-Ding ab. Und klebe die Seiten schon mal so ein bisschen runter, weil dann lässt sich das einfacher platzieren. Wir drehen das Ganze jetzt einmal hier so rum und kleben das vor diese erste Falzlinie hier. Also nicht drauf, auch nicht drüber, sondern genau davor. Und wir achten darauf, dass das links und rechts hier schön bündig mit den Seitenkanten ist. Klebt es lieber ein bisschen zu weit über die Falzkante, als dass ihr das Ding trifft, weil ansonsten lässt sich das hier nicht mehr vernünftig schließen. So, aber läuft! Als nächstes möchte ich mir hier den Innenbereich ein wenig gestalten. Und hierfür habe ich mir diese schönen Teile zurechtgeschnitten. Das ist einmal 5x3¼, 6,5x7 und 6¼x5,5 Inch groß. Und hier muss auch wieder gefalzt werden. Fange ich an mit dem großen Teil hier. Weil dann hat man es auch so Füße. Wir falzen auf der kürzeren Seite, also auf der 6,5 Inch Seite, einmal bei einem halben Inch. Und bei 3/4. Dann haben wir hier so einen kleinen Minispalt kreiert quasi. Als nächstes nehmen wir uns das etwas kleinere Ding und falzen hier an der langen Seite, also bei der 6,1/4 bei der 6,1/4 alte falzen wir jetzt bei, also einen halben Inch. Dann haben wir noch das kleine Ding hier. 5x3¼. Und das wird bei der 5-Inch-Seite auch bei einem halben Inch gefalzt. Als nächstes nehmen wir uns die einzelnen Teile zur Hand und knicken auch hier wieder die gefalzten Linien schön um, dass wir eine crisp Linie haben. Alle Male! So! Und bei dem etwas kürzeren Teil hier, also nicht bei dem ganz kurzen, sondern bei dem etwas kürzeren, da bordüre ich mir jetzt hier wieder die eine Seite mit der Stanze. Als nächstes bringe ich hier auf diese einzelnen Teile doppelseitiges Klebeband an. Die kleben wir nämlich jetzt auf den Mittelpunkt. Und zwar starte ich mit dem kleineren von beiden. Achso, wartet mal eben, ich passe das hier mal eben ein bisschen an das Klebeband an, weil sonst macht mich das kirre. Jetzt ziehen wir das hier ab. Und dann klebe ich das hier oben, also bündig an dieses Oberteil und vor diese Falzlinie hier. Was sind wir noch? Dafür drehe ich mir das Ganze mal eben. Also das soll hier schön bündig sein und hier auf der Seite vor der Falz kleben. So. Dann klappen wir das Ganze einmal auf und nehmen uns das zweite Teil zur Hand. Das obere Teil klappe ich auf und jetzt lege ich das hier unten an, dass das hier unten bündig ist und hier vor der Falz klebt und dann hier schön drüber kleben.
Also auch bei dem Ding hier schön vor die Falz kleben. So. Das Ganze nochmal ordentlich abdrübbeln hier. Und dann haben wir nämlich jetzt hier so einen Aufklappmechanismus und hier so einen Aufklappmechanismus. So, last but not least, dieses dritte Teil, was wir kreiert haben, oder was wir vorbereitet haben. Auch hier schnibbel ich mir mal eben dieses überstehende Stück Cardstock weg. Das Ganze kommt jetzt hier auf die andere Seite. Und zwar vor die erste Falzlinie. Wir haben ja zweimal gefalzt, hier vor diese erste. Und auch hier achte ich wieder darauf, dass ich hier an der Seite schön bündig bin. Und das Ganze, wie gesagt, nicht auf die Falz klebe. So. Als nächstes möchte ich ein Wasserfallelement kreieren und dafür habe ich mir 5 Teile zurechtgeschnitten, die messen 4 3/4 mal 4 1/2 und die müssen wir jetzt erstmal falzen. Und zwar an der langen Seite und zwar bei der 4 3/4 Inch Seite jeweils bei einem 1/2 Inch. Und dann habe ich hier noch so ein kleines Zwickelchen zurechtgeschnitten. Das soll später vermeiden, dass die ganze Zeit diese Wasserfallelemente so von links nach rechts wabbeln. Das ist 3 3/4 mal 2 1/2 Inch groß. Und das wird an der langen Seite auch bei einem 1/2 Inch gefalzt. Ihr könnt euch die Dinger jetzt schon mal präparieren, indem ihr ja, die gefalzten Linien einmal schön umknickt. Und hier oben auf die Rückseite doppelseitiges Klebeband anbringt. Und als nächstes werde ich die einzelnen Wasserfallelemente hier quasi auf diese letzte Seite kleben. Dafür ziehe ich mir jetzt erstmal die Schutzfolien alle Male ab, weil dann hat man es hinter sich gebracht. Vorsicht natürlich, dass man das jetzt nirgendwo hinklebt oder hinlegt, wo es irgendwo dran kleben kann, weil das kann ich ja bekanntlicherweise auch besonders gut. Aber ich gebe mir da mal ein bisschen Mühe heute. So. Moment, ich muss das mal eben doch ein bisschen beiseite legen, sonst. Also, ich habe jetzt überall eins liegen, dann sollte das funktionieren. Also, ich klappe mir das Ganze um, sodass das dann hier unten baumelt quasi, ne? Und dann suche ich mir auf dieser Seite den Mittelpunkt zwischen der Außenkante und der Falzlinie und lasse oben ungefähr so ein kleines, ja, so ein kleines Züppelchen auf jeden Fall Platz. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann. Nö, nicht wirklich. Aber da müssen wir jetzt durch. Also links und rechts versuche ich einigermaßen den gleichen Abstand hinzukriegen. Gar nicht der Fall, aber jetzt klebt es halt schon. Und so hat man eben Pech gehabt. Ich habe versucht, das Ganze oben durch die Kamera zu machen. Hat nicht funktioniert, also ist meins jetzt nicht ganz so mittig. Aber ist jetzt auch nicht weiter wild. Ihr könnt das so kleben, wie ihr das möchtet. Ob das jetzt ein Ticken weiter nach links guckt oder nach rechts guckt, ist ja auch im Endeffekt pups egal, ne? So, und weiter geht's mit dem nächsten Stück. Auch das klappe ich mir wieder so runter und klebe das hier unten an das Ende von diesem Kärtchen quasi. Und auf was anderes achte ich nicht eigentlich. Kann ja auch immer mal sein, dass man jetzt nicht so gerade geschnitten hat, ne? Aber das hier sieht bis jetzt ganz gut aus. Und den ganzen Rest, beziehungsweise das Gleiche mache ich jetzt auch noch mit den anderen Kärtchen. Da rubbel ich jetzt noch mal richtig schön drüber. Und dann haben wir ja irgendwo noch so einen kleinen Zwuckel parat gehabt, den wir uns auch gefalzt hatten. Genau, das Stück hier. Und das klebe ich jetzt, wenn ich die ganzen Dinger hier einmal nach oben geklappt habe, das klebe ich jetzt hier ungefähr mittig genau an die Kante. Ich klebe es jetzt einfach mal hier hin. Hoffen, dass es einigermaßen gerade ist. Oh doch, das sieht gut aus. So. Damit das Ganze hält, bringe ich jetzt hier unten einen Magneten an und hier oben. Und dann pappt das später zusammen, wenn das Papier da drauf klebt. Und ja. Das Ganze mache ich wieder mit meiner Washi-Tape-Variante, weil ich noch so unglaublich viele von diesen nicht selbstklebenden Magneten habe. Das erkläre ich aber jetzt nicht nochmal, weil das habe ich ja beim letzten Mal erklärt. Ne, für alle, die wissen möchten, wie ich das gemacht habe, die gucken sich am besten einfach nochmal das letzte Mini-Album-Tutorial an.
So sollte das Ganze dann aussehen, wenn es fertig ist. Und ja, jetzt klebe ich erstmal das Designpapier auf allen Ecken und Kanten fest. Ich habe mir das zurechtgeschnitten. Ich schreibe euch das alles in die Infobox. Wenn ich euch da jetzt mitnehmen würde, da wird die Zeit sprengen. Also lasst mich das eben festkleben und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Was ich jetzt sagen kann ist, das ist das fertige Werk. Janine hat nämlich vergessen, die Kamera anzumachen. Eigentlich wollte ich ja nur das Designpapier draufkleben. Das ist irgendwie ein bisschen in die Hose gegangen, weil auf einmal war das fertig. Ja, und viel dekorieren tue ich halt noch nicht, weil ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht genau weiß, was rein soll und so. Naja, aber ich zeige euch trotzdem noch mal ganz kurz, wie ich mir das jetzt hier dekoriert habe. Das ist auf jeden Fall die Außenseite. Das Ganze wird zugemacht einfach mit so einem Stück Band, wo ich dann im Anschluss versuchen werde, eine vernünftige Schleife zu binden. Oder ich warte einfach auf meinen Mann, der kann das nämlich. Fragt mich nicht woher, aber der kann das besser als ich. Ja, also das ist der Außenbereich. Ich habe jetzt nicht nur das Designpad von EcoPark Paper genommen, also dieses rosane hier. Ich habe mir jetzt zusätzlich noch was von Faltkarten genommen. Die haben ja auch so Designpapiere. Das habe ich eigentlich immer im Haus in Schwarz und in Grau, weil ich die Kontraste immer ganz toll finde. Also das ist jetzt zum Beispiel die schwarze Variante und hier drinnen seht ihr dann diese graue Variante. Hier hinten ging mir das Ganze zu Neige, also habe ich einfach zwei verschiedene große Stücke übereinander geklebt und habe gedacht, ja, sag den Leuten einfach, das ist so gewollt. Wahrscheinlich fällt es der Hälfte eh nicht auf. So. Und ja, dann klappt man das Ganze einmal auf. Und dann haben wir hier unser Pocket. Hier habe ich kleine Tags reingesteckt. Die habe ich bestimmt schon, boah, lasst mich nicht lügen, ein, zwei Jahre oder so. Die sind von, upsie. Die sind von Pebbles und das ist die We Go Together Reihe. Und das war so süß. Also eigentlich habe ich mir das nur wegen Peanut Butter und Jelly gekauft. Und das, oh, da gab es auch mal Sticker, die sind aber leider alle schon verbraucht. Ja, ich habe Sticker komplett aufgebraucht, weil die einfach so süß waren. Ne? Und guck mal, wie das aussieht. Aber ich muss dazu sagen, ich habe es meinem Mann geschenkt, weil dann habe ich das immer noch im Haus. Versteht er? Also es steckt schon irgendwie eine Logik dahinter. Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, komm Janine, jetzt wird es mal Zeit. Und außerdem müssen wir hier irgendwelche Tags reinstecken, die dekorativ auch rausgucken können, müssen. Also wenn ich jetzt hier irgendwas, weiß ich nicht, was hätte, was jetzt nicht zu diesem Designpapier auf der Seite passen würde, wäre das auch schon wieder ein bisschen freakig. Also habe ich gedacht, das passt ganz gut. Ihr könnt euch aber auch einfach aus grauem Cardstock oder so kleine Tags zurechtschnibbeln. Da könnt ihr euch, da haut einfach rein. Einfach irgendwas zusammenwürfeln, was halt schön passt und was ihr toll findet, könnt ihr da reinstecken. Wie gesagt, in meinem Fall halt endlich mal diese Teile. Ja, dann klappen wir das wie gesagt auf. Hier haben wir dieses Pocket. Da habe ich mir mit so einer Stanze kleine Herzchen aus dem Restpapier ausgestanzt, weil irgendwie hatte ich echt viel Restpapier übrig, beziehungsweise viel Abschnitte. Was heißt viel, aber immer so kleine Fitzel. Immer hier, warte. Immer hier sowas. Ne? Die Dinger hatte ich dann grundsätzlich übrig und das ist ja auch irgendwie zu schade, um das wegzuschmeißen. Also habe ich jetzt hier zum Beispiel einfach was draufgeklebt und hier so ein paar Fähnchen ausgeschnitten und wie gesagt diese Herzchen ausgestanzt und. Ja, hier hatte ich noch, ach so genau, hier habe ich mir aus diesem Designpapier, was ich noch übrig hatte, von diesem grauen, ein Pocket gebastelt. Wie man Pocket bastelt, das habt ihr ja in irgendwelchen anderen Videos von mir sicherlich schon gesehen. Da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Ist halt ein Pocket, ne? Und fand ich ganz süß, weil ansonsten wäre mir die Seite auch ein bisschen zu langweilig geworden, muss ich sagen. Weil, ja, weiß ich nicht. Ich wollte halt einfach ein Pocket. Oh. Und das habe ich mir dann halt hier hingeklebt. Ich finde die Kombi auch ganz süß. So, dann klappen wir das Ganze einmal nach rechts auf. Dann haben wir hier diese kleinen Flaps, die ich übrigens irgendwie total cool finde. Ich weiß zwar noch nicht, was drauf kommt, aber sie sind einfach cool. Ja? Hier unten habe ich mir aus dem Designpapier was ausgeschnitten. Das hat keine Funktion und nichts. Das soll einfach nicht aussehen, weil mir nicht mehr eingefallen ist, was ich sonst noch dekorieren könnte. Ich bin ja nicht so der Herzchen-Typ. Ne? Und Blümchen haben jetzt auch nicht gepasst. Und dann habe ich gedacht, komm, nimmst du halt die Hügellandschaft. Die hattest du noch übrig. Die lag hier rum. So, auf der Seite habe ich dieses Designpapier gewählt und hier oben habe ich, damit das Ganze so ein bisschen einheitlich verknüpft ist, eine Bahn von diesem gestreiften Designpapier mir ausgeschnitten und habe das hier oben nur ringsrum festgeklebt, sodass ich hier noch was reinstecken kann. Hier hatte ich zum Beispiel noch ein Stück Cardstock übrig von dem, hier von dem Rohling und hier noch Designpapier, was, ja, was ich mir mit dem Envelope Punchboard zurechtgestanzt habe, damit das aussieht wie ein Tag. Hier habe ich einfach was draufgeklebt, weil sich das halt gerade angeboten hat. Hatte jetzt nicht so viel Sinn, aber hat halt gepasst. Ne? So. So, dann klappen wir das Ganze wieder zurück. Dann haben wir hier unseren Wasserfall.
Und ja, das Ganze habe ich, also hier die Schnalle, die habe ich mit Designpapier beklebt, von außen und von innen. Von innen ist es ein bisschen kleiner geworden, aber ganz ehrlich, das sieht man ja jetzt eh nicht. Und dann habe ich gedacht, komm, da brauchst du jetzt nicht ein komplettes 6x6 Papier für zurechtschnibbeln. Da probieren wir es mit dem. Ja, hier habe ich mir unterschiedliche Designpapiere zurechtgeschnitten. Auf die Rückseite habe ich, wie heißt das hier, Tonkarton aufgeklebt. Ja, ich hatte das einmal noch in Elfenbein und einmal in irgendeinem anderen. Ich glaube, das ist einfach nur natürliches Weiß. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber Elfenbein gefällt mir, um ehrlich zu sein, besser. Elfenbein habe ich, das hatte ich noch übrig von meinen Hochzeitseinladungskarten. Ja, so, und dann klappen wir das zu und dann kann hier auch noch was hin. Und ich gerade sehe, ich habe gedacht, Janine, um das Designpapier festzukleben, kannst du auch einfach das Klebeband vom Action nehmen. Das löst sich jetzt schon. Also das ist schon, keine Ahnung, das Papier, also das war immer ganz nett, das Klebeband, aber wenn die Leute jetzt in den Action fahren, hier nach Holland, obwohl ich jetzt sowieso nicht mehr allzu oft da bin, aber früher hätten die gesagt, oh Gott, die Janine war wieder hier, weil kein Klebeband mehr da war, aber mittlerweile, da lasse ich die Finger davon. Ganz ehrlich, da gebe ich lieber einen Euro mehr aus und habe dann nicht nach einer Stunde, dass sich hier mein Designpapier löst. Also das regt mich jetzt, das regt mich quasi schon ein bisschen auf. Das muss ich ja jetzt mal ehrlich sagen, weil das ist echt scheiße. Naja gut, müssen wir mal gucken. Ich behalte das im Auge und aber macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Dann nehmt lieber einen Prittstift. Ich glaube, da habt ihr mehr von. Ne? So. Das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ja, ich wünsche euch super viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr das nachbasteln wollt, für die Maße guckt am besten einfach unten in die Infobox. Da habe ich die Zentimeter und die Inchangaben stehen und ich versuche, soweit es geht, die Sachen, die ich verwendet habe, zu verlinken, wenn ich nicht wieder die Hälfte vergesse, aber dann schreibt es mir einfach in die Kommentare unten rein und dann versuche ich das nachzutragen. Ja, und dann würde ich sagen, macht es gut, schwingt die Hut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!